ihr Lieben, herzlich willkommen im Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Ich bin's Kati und ich habe heute wieder eine Playmobil-Figur im Badeanzug. Im letzten Video habe ich ja auch schon ein Playmobil-Mädchen gestaltet. Die kann ich euch ja nochmal zeigen. Die hat einen neuen Badeanzug von mir bekommen. Und diese Figur bekommt heute auch einen neuen Badeanzug von mir. Da hatte ich nämlich eine ziemlich coole Idee und das möchte ich mal mit euch zusammen ausprobieren. Das sind Thermonagellacke für Kunstnägel und die kann man eben auf Kunstnägel, also auf Plastiknägel auftragen. Und je nachdem, wie warm oder wie kalt die Finger sind, verändert sich dann die Farbe. Und da habe ich mir überlegt, es wäre ziemlich cool, einen Badeanzug zu haben, der anzeigt, ob das Wasser warm oder kalt ist. Und ja, dafür habe ich dann hier die Nagellacke. Es gibt einmal einen Nagellack, der sieht ganz dunkelrot aus. So, sehr dunkelrot und der wird hellrot, wenn man damit ins warme Wasser geht. Dann habe ich einen blauen Nagellack, also der ist hellblau und der wird noch heller blau, also fast weiß, wenn man auch wieder ins warme geht. Den finde ich auch sehr schön. Ich glaube, den werde ich auch für den Nagellack, für den Badeanzug benutzen. Und dann haben wir hier noch rosa. Das wird zu hellrosa. Es ist so schon relativ hell und es wird dann eben noch ein bisschen heller, wenn der Badeanzug ins Wasser kommt. So, ich glaube, so ein dunkel-lilaner Badeanzug oder dunkelroter Badeanzug ist für Kinder nicht so schön, für Playmobil-Kinder. Und deswegen werde ich hellblau und rosa benutzen. Und ich finde, von hinten ist der ja schon schlecht rosa. Vielleicht kann ich da noch so ein paar kleine Punkte oder so mit drauf machen. Und vorne werde ich das Ganze versuchen, flächig anzumalen. Der ist natürlich nicht sofort so deckend, sondern ich muss mehrere Schichten auftragen, damit man das dann wirklich gleich auch schön sieht. Hier habe ich jetzt einige Schichten pink aufgetragen. Und ich finde, es ist schon ganz gut deckend. Und hier oben, da wo es jetzt noch grün ist, werde ich das jetzt blau anmalen. Also ich habe jetzt einfach den Pinsel benutzt, der hier im Nagellack drin ist. Aber man kann natürlich auch einen ganz feinen, kleinen Pinsel benutzen. Dann wird es einfach noch ein bisschen ordentlicher so. Der Farbwechsel-Badeanzug ist jetzt fertig und um den zu testen, sind wir heute exklusiv im Aquapark von Playmobil. Im kleinen Becken ist schon ganz heißes Wasser. Das ist wirklich sehr, sehr warm. Ist ja auch ein Babybecken. Und im großen Becken, da ist bisher noch kein Wasser, aber da werde ich jetzt mal Wasser reinfüllen. Das ist kaltes Wasser. Und zusätzlich habe ich noch ein paar Eiswürfel, damit es jetzt hier wirklich richtig kalt wird. Wir wollen ja auch einen schönen Farbeffekt sehen, deswegen kommt als erstes die Kleine mal hier ins kalte Becken. Und vielleicht legen wir direkt noch einen Eiswürfel oben mit drauf hier. Und da sieht das Ganze so aus, dunkles Pink und ein sehr, sehr schönes Blau. Ich finde, das Pink ist schon ein bisschen dunkler geworden, hat man gerade gesehen. Anfangs war das ja ein ähnliches Pink wie hier an der Seite. Und jetzt ist es schon relativ dunkel da vorne. Ich lege die hier noch mal ein bisschen rein. Nochmal den Eiswürfel auf den Bauch. So, ich glaube, die war jetzt genug im kalten Wasser. Und jetzt geht es rüber ins warme Wasser. Also zuletzt nochmal einmal abkühlen. Und los geht's ins heiße Wasser. Ich schiebe das mal ein bisschen an die Seite und dann kommt unser heißer Pol hier, unser Babybecken. Und einmal ins heiße. Und das Oberteil ist richtig hell geworden. Sieht auch cool aus. Also erstaunlich, wie dieser Farbeffekt ist. Es ist fast weiß geworden, also so stark habe ich den Effekt auch noch nie wahrgenommen. Man erkennt trotzdem immer noch ein bisschen blau und das ist immer so ein bisschen schimmernder hier oben noch, wo ich die blauen Details drauf gemalt habe. Aber es ist auf jeden Fall richtig hell geworden.
Ich kannte das bisher noch nicht so stark, weil ich jetzt ja wirklich hier eiskaltes Wasser habe und hier ganz heißes Wasser. Da ist der Effekt natürlich am besten. Aber sonst, wenn man warmes Wasser und etwas wärmeres Wasser hat, sieht man es auch ein bisschen. Aber ihr habt gesehen, so ist der Farbeffekt richtig toll. Also mir gefällt es super gut. Was sagt ihr dazu? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schaut uns auch unsere anderen Videos, die anderen Playmobil-Videos oder unsere vielen anderen Bastel-Videos. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Vergesst unseren Kanal nicht zu abonnieren. Klickt darauf die kleine Glocke. Und tschüss!